Die Schnecke, sie sieht das Meer und das Land, die Berge und Täler, den goldenen Sand. Sie starrt in die Welt der Wunder hinein und sagt zu dem Wal: Ich fühle mich so klein. Sehen, ob ich mich erinnern kann. Der Gryffalo strengt sich mächtig an. Er grübelt, denkt nach, horcht in sich hinein. Er kratzt sich am Kopf. Da fällt es ihm ein. Ganz furchtbar stark ist die große böse Maus. Große böse Maus. Und schwingt sie den Schwanz, dann ist es aus. Dann ist es aus. Ihre schrecklichen Augen können wie Feuer blitzen. Wie Feuer blitzen? Ja, und auf ihren Barthaaren können Vögel sitzen. Da können Vögel sitzen. Ganz furchtbar stark ist die große böse Maus. Und schwingt sie den Schwanz, dann ist es aus. Ihre schrecklichen Augen können wie Feuer blitzen. Ja, und auf ihren Barthaaren können Vögel sitzen. Große, böse Maus. Die Hexe gehört mir! Der Drache weicht rückwärts und Schweiß bricht ihm aus. Schnell sagt er: Da ist er. Dein Hexenschmaus? War nett, dich zu treffen. Doch jetzt tut's mir leid. Ich muss ganz schnell weiter. Es ist höchste Zeit! Das Untier zerfällt nun Stück für Stück in 2, 3, 4 Tiere. Was für ein Glück. Die Hexe, sie lacht. Ihr Lieben, ihr habt mich so glücklich gemacht. Ich bin euch so dankbar, ich kann's gar nicht sagen. Ohne euch wäre ich jetzt schon im Drachenmagen. Ha 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 ha